Ich habe zwei Grubenhäuser aus hier und du hast gedacht, du kommst mit einem verkackten Bagger. Du wolltest doch die Tiefgarage. Ein Müller hat's gebrannt, brannt. Wir fahren die Karre jetzt zu Klumpen. Hallihallo, Leute. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Survival Martin. Ich hab versprochen, er kriegt seine Tiefgarage. Ja, aus einer kleinen Spaßaktion von wegen, hier, ich mach mal einen Kommentar, like das mal durch für eine Tiefgarage. Martin, ich hab eine Videoidee für dich. Erzähl doch mal. Du leihst dir nochmal einen Bagger, fährst dann mit in meinen Wald und baggerst mir so eine Tiefgarage. Also pass auf, 20.000 Likes auf deinen Kommentar, was du, wenn dieses Video... Was? Auf meinen Kommentar? Okay, Leute. Ah, dann musst du es anpinnen. Okay, wir machen eine Aktion draus. Ich schreibe unter das Video einen Kommentar. Du pinnst das an. Ich pinn's an. Und wenn das 20.000 Likes erreicht, dann kommst du zu mir und baggerst die Tiefgarage. Alles klar. Ist was passiert, was wir uns nie hätten vorstellen können. Ja, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Likes dieses Kommentar bekommen hat. Jedenfalls mehr als das Video. Und jetzt geht's los. Fritz, hast du eine Idee, wo wir die Tiefgarage hinbauen? Komm, wir machen uns auf den Weg zum absolut ultra geheimen Prepper-Container. Und dann zeige ich dir mal, was ich mir da so überlegt habe. Ich bin gespannt. Auf geht's. Oh, wow. Wir sind hier im geheimvollen Prepper-Camp. Der Gerät steht immer noch. Die Idee war, ja, hier hin, weil die Stelle ist prädestiniert. Ich habe da vorne schon mal angefangen. So, mäßig mit dem Geh rein. Aha. Hier dann so ein Tarnnetz drüber spannen. Will den aber nicht komplett versenken. Ja. Sondern, sag ich mal, so, weißt du? Praktisch noch das Augen drüber loopen. Du musst, wenn du drin sitzt, musst du noch gucken können. Ah. Es ist wie so in Lauerstellung. Weißt du, was mich das erinnert? An so eine Panzergrube von der Brücke. Ja! Genau das brauchen wir. Richtig, wir bauen eine taktische Panzergrube für dein Geh. Geil. Tiefgarage, Leute, ihr wisst selber. Tiefgarage klingt auch scheiße. Ja, nicht gleich taktische Panzergrube genannt. Ich weiß es nicht. Erstens, damit man von oben nichts sieht. Und zweitens kommt es anders, als man denkt. Und haben ist besser als brauchen. In diesem Sinne. Viel hilft viel. Richtig. Was habe ich dir versprochen? Du kommst mit dem Bagger, Alter. Richtig. Ich gehe jetzt den Bagger holen. Bleib du einfach hier. Sender. Ich hab dir versprochen, ich komme mit dem Bagger. Aber ich hab dir nicht versprochen, wie groß ist der Bagger. Freunde, natürlich habe ich natürlich an manuelle Kräfte gedacht. Also, hier. Los, auf geht's. Willst du mich jetzt verarschen? Du weißt schon, Martin, was denn? Guckst du meine Videos? Ja, du machst viel? Ich habe hier das Grubenhaus gegraben. Du bist, ja. Wie viel Zeit haben wir heute? Einen Tag. Ja, mit der Schippe hier, das Ding ausstehen, dauert mindestens 2 Wochen. Wo ist jetzt auf? Ich bin so. Ey. Ja! Oh mein Gott, Fritz, das ist astreiner Boden! Können wir die nicht einfach nur verkaufen in Sackware? Fritz, was hältst du davon? Für 2,20 Euro den Kubikmeter an! Wenn Sie jetzt sofort anrufen und diesen Mutterboden leihen, den Sie hier bekommen, Sie dazu gratis eine Fritz-Kehrmaschine mit Spaten! Und? Ist doch geil, oder? So richtig Fitness und so. Ich dachte dir eins, dein Scheiß kannst du alleine machen. Ich habe 2 Grubenhäuser aus hier und du hast gedacht, du kommst mit einem verkackten Bagger und kommst mit so einem Plastikding an und machst einen auf Gag oder was? Wir sind hier in 2 Jahren noch nicht fertig. Du wolltest doch die Tiefgarage, nicht Icke! Ja, und? Ja, du hast gedacht, du kommst mit einem Bagger. Bin ich! Mit einem richtigen! Komm mal Muttertag, wenn du Psst. Ja? Green Lantern an sächsisches Gebäck. SOS? Nö, was heißt denn? Erzähl mal. Wie lange bräuchst du hierher mit dem Bagger? Gib mir eine halbe Stunde und ich krieg's geklärt. Halbe Stunde. Fritz, hast du eine halbe Stunde Zeit zu warten? Genau, halbe Stunde. Halbe Stunde. Ey, ich nehme dich beim Wort, okay? Ja, vielleicht krieg ich so in 25 Minuten hin. Ich gebe mein Bestes. Alles klar, bis gleich. Jo, bis gleich, ciao. Da Daniel, ihr kennt ihn alle. Er hat meine Bunkerdecke gebaut. Hui! Ein Müller hat's gebrannt, brannt, brannt. Da bin ich mitgerannt. Das hört sich an wie ein Bagger! Oh mein Gott! 25 Minuten sind um! Freunde, da war ein Bagger und 2 fähige Leute. Daniel und der René. Wir bauen jetzt eine Tiefgarage mit einem richtigen Bagger. Alles rund ums Haus, wenn ihr fähige Leute braucht. Tada! Fritz möchte gerne, dass dieser obere Teil, weil das gute Muttererde ist, zur Seite packen. Deshalb machen wir am Anfang einen extra Haufen. Und dann ziehen wir hinten, bis, wo man die Birken sieht, eine riesengroße Mulde und hauen den Sand nach hinten weg. Eine taktische Panzermulde. Ob das funktioniert und ob das hier klar geht oder wieder einer kaputt geht oder jemand verletzt wird, das seht ihr nach der Werbung. Auf geht's!
Fritz? Ja? Der Haufen ist weg. Also ich, was ihr nicht gesehen habt, ich war mal kurz hinten beim Grubenhaus, einen halben Stamm schälen. Ich komm wieder und der Hügel ist weg. Vor allem von da. Also der ist da. Geil. Ja. Ne, jetzt gehen wir in die Grube. Ja, jetzt in der Grube saß und schlief. Da kommt jetzt die Grube hin. Okay, dann mal los. Ja. Ach, die Nullen, was wie die Nullen? 009, 6 mal die 6 oder was? Nee, komm, nee. Okay, Ronny, es geht los. Ich freu mich, ich mag's. Grüße geht raus an Elsterglanz. Und los! Er dreht jetzt den Bagger einfach aus dem Grund, weil du natürlich vorher überlegen musst, wie du das Loch aushebst, weil du dir sonst den eigenen Weg versperrst. Bommel ist übrigens auch da. Hallo. Aber Bommel ist auch heiß auf Baggerfahren. Voll gegen den Baum, Alter! Hey, so ein Kamerad. Das war auch nicht schlimm. Können Sie mal ein bisschen leiser sein, Junge? Ja, aber halt. Hat man deine Schnauze. Hat man deine Schnauze. Frank, soll ich noch? Hallo. Zieh durch einfach. Ja, weg! Ja, warte! Ich hatte natürlich noch meine. Hierher! Ja! Nächste voll machen, los! Ja, wir machen meine volle Schubkarre! Ja, das sieht gut aus! Ah, Scheiße! Voll jetzt! Ich muss mal diesen Plan machen! Hey! Hey, ein bisschen kleiner! Guck doch mal! Hier! Oh, Kevin, wir haben dich! So, freilassen. Mach's gut, mein Kleiner. Oh, so gleich was zu essen dabei. Eine klassische Baustelle. Einer arbeitet und drei sitzen rum. Wir sind gerade an einem Punkt, wir haben jetzt ein bisschen Gruppe, aber wir müssen jetzt Fritz fragen, wie tief wir denn überhaupt sollen. Fritz! Pipapo ungefähr bis in den Ellenbogen, würde ich sagen. Alles klar. Okay. Wir müssen mal kurz zu deinem G gehen und ja, mal messen. Ja. Hallo! Ich und meiner Gang, Alter, wir sind nämlich eine Gang, wir sind die Hunde-Gang, Alter. Ja. Yeah. Dog eat dog. Exco, give it to you. Keine Angst, Leute, die haben sich lieb, die machen nur Spaß. Ganz zärtlich, guck mal. Ja, ja, Killer! Die sind so geil. Bis einer weint, echt, ey. Ist klar. Warte nochmal. Ich habe gesagt, 1,40 ist hier. Ah, er war näher dran, ja, gut. Okay, gut. Dann gehen wir wieder zurück zur Panzermulde. Okay. Auf die 1,10 gehen und dann die G-Klasse reinstellen und mal gucken. Wir haben uns überlegt, da ist noch eine so eine Birke. Ja, die wollte ich erst stehen lassen, aber wir haben gesehen, die ist tot oben. Und naja, ist so eine Frage der Zeit, bis sie umfällt. Und die sieht so aus, als würde sie auf meinen G rauffallen. Deswegen hauen wir sie jetzt mit dem Bagger direkt um. Dann ist der G geschickt. Ich muss weg. Böschung. Natürlich muss René jetzt oben von der Böschung runter. Das ist immer so ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde, weil ohne den Löffel vorne würde er einfach nur umkippen. Genau. Warte, da ist noch die Kamera.
euch das an? Ist es ein Loch oder ist ein Loch? Hier soll dann der G reinfahren und jetzt sieht man auch anhand von Daniel, dass der Winkel da von der Böschung noch sehr, sehr steil ist. Wir werden das jetzt einfach mal probieren, wie sich das verhält, wenn wir jetzt da mit dem G reinfahren. Bevor wir jetzt den Praxistest mit der G-Klasse machen, habe ich noch ein kurzes Anliegen. Und zwar sind solche Projekte natürlich nur möglich, wenn man einen guten Sponsor hat. Und ich bin halt mit Runtime in Kooperation. Wenn ihr mich unterstützen wollt und ihr mehr von solch geilen, aufwendigen Projekten sehen wollt, ich meine, so ein Bagger bezahlt sich nicht von selbst, das wisst ihr selber, dann einfach in die Beschreibung gehen. Da ist der Code Survival Money hinterlegt. Damit gibt es 10%. Ihr spart 10% Rabatt bzw. Geld und unterstützt damit quasi das nächste oder das bestehende Projekt. Wir haben auch was ganz Neues von Runtime. Das ist Liquid Meal. Das heißt, es ist komplett fertig. Einmal schütteln, kalt genießen, trinken, fertig. Wahlweise natürlich auch meine Lieblingssorte, Cookies und mit dem nigelnagelneuen Shaker. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Einfach mal in die Beschreibung gucken. Und wir fangen jetzt an mit dem Praxistest. Genau. Okay, komm mal. Wow. Auf jeden Fall gut steil, Junge. Ja. Ja, mach mal richtig auf, mach richtig auf. Ja, guck mal. Auf 90 Grad schon hier übrigens hier mal eingebaut, ne? Krass, ey. Geil. Fritz, was sagst du? Bist du zufrieden? Ja, die wichtigste Frage kommt ja jetzt. Und die ist? Wenn wir mal jetzt ehrlich sind, komme ich auch wieder raus. Okay, ich würde sagen, wir machen gleich den Test auf Exempel. Los. Ja, jetzt, du musst jetzt entscheiden. Ich? Mache ich langsam und entspannt und hoch? Oder mache ich auf langsam, würde ich sagen. Ich würde immer auf langsam probieren, oder? Langsam? Und wenn du nicht merkst, geht, gibst du voll immer Lotze. Ja, da kann ich mir nochmal reinrollen lassen. Ja, kannst du nochmal reinrollen lassen. Okay. Aber Höhe ist geil, oder? Ja, ist perfekt. Lass mal die Höhe. Guck mal, also wenn ich jetzt hier drunter gucke. Höhe ist doch genial. Ja, du guckst auf jeden Fall nach oben raus. Geht er durch? Ja, ich würde sagen, nochmal runter. Gehen wir nochmal komplett runter. Wow. Alter Vater. Guck mal, das Ding ist, du kommst hier easy hoch. Aber? Aber du musst es eigentlich mit Schmackes fahren. Aber du hast Angst. Aber da stehen zwei Bäume. Die hier? Und der Dreck zieht dich ja auch. Du bist ja, 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 ja. Das war so ultra knapp bei dem Baum da drin. Ja, ich hab das schon gesehen. Du bist rausgekommen. Ja. Ich meine, wir sind heute am Limit. Wir haben ja schon wieder den ganzen Tag gearbeitet. Wir müssen noch das Tarnnetz oben drauf machen, weil taktisch gesehen muss der G weg sein. Er darf von oben nicht zu sehen sein. Denn darum geht es bei einer taktischen Panzermull-Tiefgarage. Schrägstrich. Also ich sag mal so, du wolltest ihm heute eine fertige Tiefgarage hier hinstellen. Ja. Willst du das denn jetzt so lassen? Das Projekt ganz, ist ganz, theoretisch nicht abgeschlossen. Entschuldigung. Meines Erachtens ist es jetzt das Problem des Fahrzeugs und nicht mehr, weil ein Panzer oder Bagger kommt hier rein und raus. Nee. Na, was heißt hier? Nee. Die bauliche Abnahme, Abnahme hat gerade stattgefunden. Er ist rein und raus gekommen. Freunde. Das ist ja quasi so ein bisschen BER-Feeling hier, oder? Ich sage mal so, ihr entscheidet. Muss ich hier noch mal ran oder ist das Fritz seine Arbeit? Ich bin gespannt auf die Kommentare. Wir haben jetzt überlegt, ob wir hier alles auskleiden und irgendwie einen Baumstamm machen und so weiter. Das Problem generell ist, dass diese Einfahrt zwischen diesen zwei Bäumen wirklich auf 5 cm war oder 2 nur. Deswegen haben wir gesehen, dass der rechte Baum tot ist. Also weg damit, wir vergrößern das Ganze ein bisschen. Der wäre eh wahrscheinlich irgendwann umgefallen in diesem Jahr bei einem Gewitter oder so. Und wir werden dadurch, haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen flacher zu machen. Dann komme ich auch entspannter raus. So, in meinem aufgeräumten Stübchen habe ich noch was vorbereitet. Warte mal hier. Du hast nicht gelogen mit großen Tarnen. Achtung, Maja, weg da! Maja, weg! Oh. Jawoll, das ist so schwer, ja? Hier werden keine Kosten und Mühen gescheut. Hier wird jede Produktplatzierung neu investiert. Ist das ein Scheiß Tarnens quasi? 140 Euro steht drauf. Das ist krass, ey. Wir machen das quasi... da jetzt erstmal rüber. Räum mal erstmal aus. Guck mal. Alter, was ist das für ein Riesending? Was hattest du damit vor? Ich dachte, viel Hilfe. Ich hab erstmal das Größte genommen, was wir hatten. In das ist fett. Ist das geil, Alter? Jetzt mal ehrlich. Richtig geil. Hier, ich bin hier auch. Oh, hier.
Guten Morgen, Martin. Ach so. Oder machst du hier vorne wie so eine Abhang? Wir haben jetzt hier mal nur so grob gespannt. Guck mal, der G ist komplett weg. Darunter erkennt man es noch ein bisschen. Ja, da ist Bobbel. Der G ist so geil. Wir machen auch noch mal einen richtig fetten Drohnenflug, weil darum geht's ja. Luftaufklärung. Ja, was du noch sehen wirst, vermute ich mal, bin ich gespannt, sind so ein bisschen die Sandhügel. Ja. Aber das können wir dann im Nachhinein quasi uns die Drohnenaufnahmen angucken und dann noch ausbessern, weißt du? Ja, finde ich gut. Machen wir. So, Freunde, wir sind jetzt mal mit der Drohne im Luftbereich und klären jetzt einfach mal ab, ob tatsächlich hier Operator. Was sehen. Okay, auf geht's. Also ich mache jetzt mal einfach einen Direktflug, so einen ganz normalen Schleichmodus. Wir gehen jetzt einfach mal in unsere Richtung. Wir hören die Drohne, ja. Genau. Sogar ziemlich nah. Wenn du es siehst, sag Bescheid. Also. Hä? Oh. Nee, da kann man es nicht genau. Hä, da haben wir ja nicht mehr den. Hä? Sind wir schon vorbei? Dann machen wir mal ganz langsam. Jetzt nochmal zurück. Warte, ganz langsam zurück. Ist das hier der Container? Jo, das ist er. Warte, ich geh mal schön runter. Selbst der Container ist schon schwer zu sehen, ne? Den Container erkennt man gerade noch so. Da. Ja, der ist den Container. Aber das Netz. Fahr mal runter. Jetzt siehst du deine Plane. Aber das Netz verschwimmt so mit der. Mach mal weiter links. Warte mal, genau. Nehmen wir nochmal links, noch ein Stück links. Noch weiter? Nein, pass mal auf. Hier machen wir mal so. Jetzt bleiben wir so, genau. Da, theoretisch siehst du es jetzt volle Kanne. Das ist krass. Tu mal winken hier. Ja, man sieht dich. Krass. Wie geil ist das denn? Das ist krass. Warte, ich geh mal wieder weg. Siehst du mich? Ja, warte, jetzt sieht man dich, genau. Soll ich verschwinden jetzt mal? Ja. Ohne Scheiß, es schluckt dich komplett. Alter. Das ist sogar noch besser als die Tiefgarage. Das ist einfach mal richtig geisteskrank. Ich feier's gerade hart. Einfach geisteskrank. Richtig geil. Ohne Scheiß, Alter. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an die Community für diesen krassen Support. Ohne das wäre es ja nicht möglich gewesen. Genau. Aber natürlich auch an alle, die mit dabei waren, Alter. Hammer. Absoluter Wahnsinn. Hau dich mal in dein G. Soll ich mal rausfahren? Und fahr mal raus. Ich bin gespannt, ob das diesmal einfacher geht. Und diesmal brauchst du auch keine Angst zu haben, dass du hier gegenüber gegenrammelst. Ready? Steady? Go! Guck mal, das war ja easy, oder? Freunde, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Es war mir ein absolutes Blumenpflück, mit euch wieder zusammenzuarbeiten. Bunkerdecke. Jetzt die Tiefgarage von Fritz. Sorry, wie heißt es? Das ist eine taktische Panzermulde. Taktische Panzermulde, also wir reden nicht mehr von der Tiefgarage. Wir sind unsichtbar geworden. Geiles Ding. Ja! Danke, Jungs, ich hab euch lieb. Nicht vergessen, in der Beschreibung ist der erste Link quasi die beiden Jungs. Homebuild Solution. Wenn ihr irgendwas habt, rund ums Haus, einfach mal vorbeischauen. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Sobald man dann Jeep, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wir alle zusammen sagen... Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.